Vor allem, wie sie es nicht schaffen konnten, den allein zu fangen oder so. Jetzt müsste es doch eigentlich langsam mal mit der Story weitergehen. Schauen wir doch einfach mal. Ah ja, hier geht's. Schon gehört, die Geschichte des großen Erkunders Xerox. Xerox war der Erkunder der Extraklasse, dessen Ruf sich weit über diese Welt hinaus verbreitet hat. Wohl wahr, er hatte einen Ruf, dem alle Erkunder nacheiferten. Aber dieser große Erkunder wurde als vermisst gemeldet, als er die Blizzard-Insel tief im Südwesten erkundete. Viele Erkundungsteams machten sich auf, um diesen großen Erkunder zu retten. Doch ein Team nach dem anderen gab durch die bitterkalten wirbelnden Blizzards auf, bis sich kein Team mehr wagte. Diese Geschichte liegt viele Jahre zurück. Dazu kamen viele Gerüchte. Eins lautete, dass der Erkunder Xerox nach einem unglaublichen Schatz gesucht habe. Ihr seid unglaublich, Team Crossard. Rettet die Welt und so. Kein Erkundungsteam hat sich auf die Blizzard-Insel gewagt, seitdem die Rettungsversuche damals scheiterten. Wäre das vielleicht mal etwas für euch? Wie ich gehört habe, liegt die Blizzard-Insel im Südwesten der Karte. Und genau dort gehen wir jetzt dann gleich hin. Aber erstmal Shopping. Wie viele Gummis hast du denn heute? Drei. Die nehmen wir doch mal alle mit. Ich habe ein paar Schatzboxen bekommen. Nur zumindest eine. Bitte lass ein Gummi drin sein oder irgendein Pikachu-Item. Orange-Gummi, sehr schön. Dann mal wieder was für Fliegi. So, dann lassen wir uns mal wieder ein bisschen was mixen. Punktlander, das ist sehr schön. In letzter Zeit gibt es eine Menge Orange-Gummis. Ja, kriegt Fliggy auch mal ein paar nützliche IQ-Fähigkeiten und ein paar gute Statuswerte. Komm, mach mir da mal einen Wundertrink draus. Letzter Zeit kriege ich ganz schön viel auf die Verteidigung. Ja, ist er mittlerweile auf 100.
So. Wir nehmen mal wieder ein viertes Mitglied mit. Fio darf wieder mit. So, die Story geht weiter. So, große Preisfrage, wer kennt diese Musik? Und für die, die sie kennen, woher kennt er sie? Na gut, hier kommt gleich mal die Auflösung. Das ist mal wieder ein schöner Remix aus einem Dungeon vom ersten Mystery Dungeon Spiel. Kann mich da eigentlich nur immer wiederholen, wer immer die Musik aus diesem Mystery Dungeon Spiel designt hat, der war ein Genie. Ja, warum nicht? Wir haben eine Fio verloren. Feuersturm. Ich glaube, dieses Enteron suche ich mal schnell noch. Wie bringe ich den jetzt dazu? Moment mal. Da müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen was. Natürlich geht er nicht durchs Wasser. Wäre ja auch zu schön gewesen. Moment mal, kriegen wir ihn vielleicht da dazu? Jetzt könnte es vielleicht funktionieren.
Ja. Teammitglieder manipulieren, dass sie das machen, was sie, was man ihnen sagt, dass sie das machen, was man will. Oh, jetzt muss ich kurz niesen, Entschuldigung. Die ganzen Items nehme ich hier auf jeden Fall noch mit. Juhu, Monsterraum. Viertausend Erfahrungspunkte. Zwölf Ebenen und jetzt knurrt der Magen erst. In Super Mystery Dungeon passiert das immer nach spätestens 5 Ebenen. Okay, wir müssen in die Mitte. Thank you.
So, habe ich überhaupt irgendwelche Äpfel dabei? Ja, ich habe einen großen Apfel dabei. Ich habe keinen Durchbruch mehr. Ja, das wird jetzt nicht allzu viel Schaden machen. Auch gut zu wissen, ein Erdbeben macht mir gerade mal 36 Schaden. Also du, wenn du auf Distanz kämpfen willst, das kann ich auch. Flammenwurf. Nice. Auch. Ein Kleinkiesel. Plagiat-Item zum Kleinkiesel. Ein Goldband. Fällt mir ein, ich hatte ja doch vorhin auch noch ein Goldband, das ich irgendwann noch verkaufen muss. Ich habe schon ein blaues Ü-Ei.
Ebene 20. Hatten wir schon mal einen Dungeon, der so groß war? Nicht zusammenhängend auf jeden Fall. Und zumindest auch nicht in diesem Spiel. In Mystery Dungeon Blau hatten wir das auf jeden Fall. Schaden macht mir der hier. Oha. Was war denn das? Das war ein Gegenangriff. Jetzt haben die Pokémon hier auf einmal schon IQ-Fähigkeiten.